Barbie, Ken und Skipper waren in Afrika und unternahmen eine Fotosafari. Sie waren mit ihrem weißen Jeep ins Naturschutzgebiet hinausgefahren und hatten dort ihr Zelt, das eine pinkfarbene Basis und ein Dach mit Leopardenmuster hatte, aufgeschlagen. Skipper klappte den Tisch auf und deckte ihn mit Campinggeschirr, während Ken saftige Steaks auf den glühenden Grill legte. Das ist schön. Weit, weit weg von der Stadt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ja. Ken, wie lange dauert es denn noch? Ich habe Hunger. Ja, gleich ist es ja soweit, Skipper. Sei doch nicht so ungeduldig. Wir haben noch so viel Zeit. Ja. Auf ein paar Minuten kommt es mir wirklich nicht an. Sieh dir lieber noch ein bisschen um. Es ist doch einmalig schön, oder? Ja, schon, Schwester. Aber ich habe trotzdem einen Bärenhunger. Der Magen hängt mir fast in den Knien. Rede nicht so einen Unsinn. Schau mal darüber. Siehst du die vier Giraffen? Da drüben, bei den Akazien. Ja. Ja, sehe ich auch. Ach, jetzt verschwinden sie hinter den Bäumen. Schade. Wenn sie näher gekommen wären, hätte ich sicher ein paar tolle Fotos machen können. Ach, Giraffen sehen wir noch öfter. Wichtiger wäre, dass wir endlich mal ein Nashorn erwischen. Die sind ja leider fast ausgestorben. Wir müssen schon sehr viel Glück haben, wenn wir eins fotografieren wollen. Ich glaube, gleich hast du Glück. Ja? Was? Oder vielleicht doch nicht? Wieso? Was? Wie meinst du das? Da drüben ist ein Nashorn. Da, wo es so raschelt in den Büschen da hinten. Oh, ja. Es kommt genau auf uns zu. Was? Das glaube ich nicht. Doch, Ken, sieh doch. Da ist es. Ja. Und deine Jungs ist auch dabei. Oh, Himmel. Was für ein Koloss. Schnell, die Fotoapparate. Nein, Barbie. Bleib hier, nicht bewegen. Ganz ruhig. Aber ich muss doch... Leise. Du siehst doch, dass ein Junges dabei ist. Wenn die Mutter uns bemerkt, greift sie uns an. Und dann schlägt sie ja alles kurz und klein. Also ruhig. Wir sind doch nur zum Fotografieren hier. Das weiß sie aber nicht. Wir müssen deswegen nicht unser Leben riskieren. Also ganz, ganz ruhig. Der Hubschrauber vertreibt sich. Ja. Cool, der wäre ganz schön mulmig. Ja, sie waren keine 10 Schritte von uns entfernt. Glaubst du wirklich, dass sie... Ja. Ob das Wilderer sind? Ach, verflixt. Die Steaks. Na, sie verbrennen. Oh nein. Ken, ich weigere mich, das zu glauben. Ja. Wir müssen mal etwas hungern, Mrs. Skipper. Aber vielleicht haben die Männer im Hubschrauber uns etwas mitgebracht. Das ist ja nun ganz sicher nicht. Ach, es tut mir wirklich leid. Wer will kommen? Wir gehen mal hin. Ja. Einer steigt schon aus. Oh, das ist der Herr Kalassi von der Regierung. Ah. Er hat uns doch die Genehmigung für die Fotosafari gegeben. Tatsächlich, Jean Kalassi. Was will der denn hier? Hallo, Herr Kalassi. Hallo. Ja, das nenne ich eine Überraschung. Ken, Barbie, hier sind Sie? Ich dachte, Sie wären weiter im Süden. Da wollen wir morgen auch hin. Gut, dass Sie vorbeigekommen sind, Herr Kalassi. Ihr Hubschrauber hat einen Nashorn mit seinem Jungen vertrieben, das uns schon reichlich nahegekommen war. Das habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe nur auf Ihren Jeep geachtet. Aber erzählen Sie doch mal, wohin sind die denn gelaufen? Dorthin, Richtung Süden. Hm? Na, da haben Sie Glück gehabt. Einem Nashorn sollte man sich nur nähern, wenn man in einem Jeep sitzt oder eine gute Deckung hat. Was sind Nashörner denn so angriffslustig? Normalerweise nicht. Gewöhnlich sind sie scheu und ziehen sich zurück, wenn sie einen Menschen wittern. Haben Sie jedoch ein Junges dabei, kann es schon mal kritisch werden. Na, dann haben wir uns ja richtig verhalten. Wir haben alles vermieden, was das Nashorn auf uns aufmerksam machen konnte. Im Busch kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Im Übrigen würde ich Ihnen empfehlen, wirklich weiter nach Süden zu fahren. In dieser Gegend sind Wilderer gesehen worden. Ja, wir haben auch Schüsse gehört. Meinen Sie, dass das welche waren? Ganz sicher. Die werden immer frecher. Der Naturschutzpark ist einfach zu groß und wir haben nicht genug Leute. Glauben Sie, dass die Wilderer hinter dem Nashorn sind? Leider. Aber es ist ein Muttertier mit einem Jungen. Darauf nehmen Sie keine Rücksicht. Auch nicht auf ein Menschenleben. Fahren Sie deshalb lieber nach Süden. Dort sind Sie sicherer. Wir brechen noch heute auf, nach dem Essen. Darauf werden wir aber noch lange warten müssen. Ken hat gerade unsere Steaks verschmort. Was?
Tatsächlich? Ja, ich war wohl nicht ganz bei der Sache. Erst das Nashorn und dann der Hubschrauber. Na, wenn das so ist, dann lade ich Sie zum Essen ein. Das ist nett, Herr Kalassi. Aber wenn ich warten muss, bis wir wieder in der Stadt sind, bin ich verhungert. Skipper, bitte. Ich habe nicht vor, Sie in der Stadt zu beköstigen, sondern hier ganz in der Nähe. Allerdings muss ich dazu kurz mit meinem Passagier sprechen. Ich wusste doch, dass ein Haken dabei ist. Er wird ganz gewiss nichts dagegen haben. Er ist sehr gastfreundlich. Warten Sie einen Moment. Ein wirklich netter Mensch, dieser Kalassi. Ja, muss ich auch sagen. Er könnte erkennen, wer da im Hubschrauber sitzt. Nein, die Scheiben spiegeln so. Man ist sich einig. Ich hab es doch gewusst. Seine Hoheit Prinz Ahmed Shamerba hat sofort zugestimmt. Seine Hoheit? Prinz Ahmed Shamerba. Er ist der Sohn des Königs eines Landes, von dem Sie sicher schon viel gehört haben. Er hat seine Zelte etwa 10 Kilometer von hier aufgeschlagen. Wir erwarten Sie dort. Oh. Ja, wir kommen gerne, Herr Kalassi. Natürlich. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Ich kann Sie doch nicht verhungern lassen. Wow. Oh, wer hätte das gedacht? Sie brachen schnell ihr Zelt ab und packten ihre gesamte Ausrüstung auf den Jeep. Dann fuhren sie auf das Buschland hinaus. Nach kaum 2 Kilometern aber hielt Ken an, damit Barbie einige Büffel fotografieren konnte. Ungeduldig drängte Skipper zur Eile. Sie hatte so einen entsetzlichen Hunger. Doch kaum waren sie einige Kilometer weitergefahren, als Ken schon wieder auf die Bremse trat. Sie hatten einen Fluss erreicht. Ein Dutzend Nilpferde flüchtete schnaufend vor ihnen ins Wasser. So, hier geht es nicht mehr weiter. Das Wasser ist viel zu tief für uns. Außerdem gibt es hier nicht nur Nilpferde, sondern auch Krokodile. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Mein Magen knurrt so laut, dass selbst die Löwen erschrecken. Ich sehe keine Löwen. Dafür aber Elefanten. Da drüben an der Flussbiegung. Gib mir mal die Kamera. Hier. Du willst fotografieren und ich sterbe inzwischen den Hungertod. Du wiederholst dich, Schwester. Ach, tatsächlich? Oh, diese Bilder können wir uns nicht entgehen lassen. Nun gib schon her. Ja, danke. Ja, da hinten scheint das Wasser flach zu sein. 100 Meter weiter flussabwärts. Wilderer! Oh, verflixt! Schüsse! Sie schießen auf die Elefanten! Aber sie scheinen nicht getroffen zu haben. Da sind die Wilderer! Ja! Da Fluss! Oh, weia! Sie sehen zu uns rüber! Sie haben uns entdeckt! Nein, weg hier! Weg! Nicht schnell, weg. Ken, schnell! Mit ja, den doch! Beeile dich doch! Ja! Da schießen sie doch auf uns! Ken fuhr etwa 100 Meter weit am Flussufer entlang und dann quer durch den Fluss. Ungehindert erreichten sie das andere Ufer und schon bald war von den Wilderern nichts mehr zu sehen und zu hören. Nun freuten sie sich auf die Begegnung mit dem Prinzen. Keiner von ihnen hatte damit gerechnet, dass sie mitten in der Wildnis eine so hochstehende Persönlichkeit treffen würden. Nach einiger Zeit tauchten mehrere weiße Zelte vor ihnen auf und dann sahen sie Herrn Kalassi und einen bärtigen, freundlichen Mann, der seinen Kopf mit einem hellen Tuch umhüllt hatte. So, Damien. Ob das der Prinz ist da hinten? Ja, klar, das ist er. Er ist nicht allein hier. Nein, er hat ein ganzes Heer von Bediensteten mitgebracht. Willkommen bei uns im Zeltlager. Danke, Herr Kalassi. Darf ich bekannt machen? Hoheit, das sind Barbie, Ken und Skipper. Wir freuen uns. Wir haben wirklich schon viel von Ihnen gehört. Vor allem, dass die Steaks verbrannt sind. In der Tat. Aber wir haben genug zu essen. Kommen Sie, seien Sie meine Gäste. Wir freuen uns immer über Besuch. Der Prinz führte sie in eines der Zelte. Es war mit wunderschönen Teppichen ausgelegt, die auf einen außerordentlichen Reichtum schließen ließen. Das Essen wurde nicht an einem Tisch, sondern auf einer niedrigen Tafel serviert, vor der sie auf dem Boden knien mussten. Barbie, Ken und Skipper ließen sich die Köstlichkeiten schmecken.
Wenn wir Herrn Kalassi recht verstanden haben, sind Sie hier in Afrika, um eine Fotosafari zu machen? Mhm. Ja, Hoheit. Wir möchten ein Bildband über vom Aussterben bedrohte Tiere herausgeben. Mhm. Und das Geld, das wir damit verdienen, werden wir dem Tierschutzfonds zur Verfügung stellen, damit diese Tiere gerettet werden können. Eine löbliche Idee. Wir freuen uns immer, wenn sich die Jugend für die bedrohte Tierwelt einsetzt. Aber geht es uns besonders um das weiße Nashorn? Ja. Wenn man dem Horn dieses Tieres Wunderkräfte zuschreibt, wird es gnadenlos gejagt. Mhm. Wunderkräfte? Das ist natürlich Quatsch. Da können Sie auch Fingernägel kauen, Hoheit. Das bringt auch nicht mehr und nicht weniger. Ist ja auch bloß Horn. Skipper. Fingernägel? Hm? Bei aller Freundschaft. Niemand würde wohl $40,000 für ein Kilo abgeschnittene Fingernägel bezahlen. Eben. Ein bisschen mehr muss wohl dran sein. $40,000 werden gezahlt für ein Kilo Horn vom Nashorn. Grund genug für die Wilderer, diesem Tier nachzustellen. Selbst wenn sie einer Spur monatelang folgen müssen, bevor sie ihr Ziel erreichen, verdienen sie mehr dabei als mit anderer Arbeit im ganzen Jahr. Es ist ein Problem, wir sehen es ein. Dennoch finden wir das Thema wenig erfreulich, wenden wir uns doch andere Dinge zu. In 2 Wochen können wir uns ausführlich darüber unterhalten. In 2 Wochen? Auf einem großen Empfang, den ich gebe. Sie werden doch unsere jungen Tierschützer dazu einladen, Herr Kalassi? Gern, Hoheit, wenn Sie es möchten. Unsere Schwester ist entzückt von den Barbie-Oben. Neuerdings trägt sie sogar Jeans von Barbie. In unserem Land immerhin recht ungewöhnlich. Oh ja. Nach dem Essen verließen sie das Zelt. Und wieder hörten sie Schüsse aus der Ferne. Das Gesicht von Herrn Kalassi verdüsterte sich. Der Hubschrauber startete und entfernte sich schnell. Er flog in Richtung Savanne, wo Zehntausende von Gnus, Zebras und kleineren Gazellen ästen. Ich mache mir große Sorgen. Ich möchte nicht, dass Sie noch länger in diesem Gebiet bleiben. Sie sollten auf den Rat von Herrn Kalassi hören, Barbie. Uns gefällt das ebenfalls nicht. Glauben Sie denn wirklich, Hoheit, dass die Wilderer auf uns schießen würden, wo wir doch nur ein paar Fotos von Tieren machen wollen? Das kann niemand wissen. Wir freuen uns über den Mut von jungen Leuten, aber man soll nicht übertreiben. Ich trage die Verantwortung für Sie. Wenn Sie meiner Bitte nicht folgen, zwingen Sie mich, deutlicher zu werden. Ich könnte nicht länger zulassen, dass Sie sich ohne die Begleitung eines Wildhüters im Nationalpark bewegen. Wir fahren, Herr Kalassi. Machen Sie sich keine Sorgen. Ein vernünftiger Entschluss. Sie verließen das Lager des Prinzen und fuhren 2 Tage lang nach Süden, so wie Herr Kalassi es ihnen geraten hatte. Dabei ergaben sich zahllose Möglichkeiten, Fotos von Tieren zu machen. Nashörner sahen sie jedoch zunächst nicht. Gegen Mittag des 3. Tages fuhren sie über eine Hügelkuppe. Unmittelbar dahinter saß ein junger Mann auf der Erde und spielte Geige. Neben ihm lag ein Gewehr auf dem Boden. Ken konnte gerade noch bremsen. Ja, Mann, sind Sie lebensmüde. Oh, was hätten wir Sie überfahren? Das gibt's doch gar nicht. Was treiben Sie hier? Wir machen eine Fotosafari. Ach ja? Dann zeigen Sie mir mal Ihre Legitimation. Ich bin Eric Holligate, Wildhüter. Hier ist mein Ausweis. Und hier ist unser. Von Kalassi unterzeichnet. Okay, Sie können weiterfahren. Sagen Sie, Herr Holligate, haben Sie irgendwo Nashörner gesehen? Fahren Sie nun weiter oder nicht? Ja, ja, schon gut. Was für ein unfreundlicher Knabe. Trifft man nach 2 Tagen Autofahrt endlich einen Menschen, der redet keine 3 Worte mit uns, sagt nicht mal guten Tag. Mir kam er irgendwie bekannt vor. Ich meine, wir haben ihn schon mal gesehen, meinst du? Also ich habe ihn zum 1. Mal gesehen, da bin ich mir ganz sicher. An so einen würde ich mich erinnern. Und du, Ken? Ja, ich weiß nicht genau, Barbie. Könnte sein, dass ich ihn schon mal gesehen habe, aber ich weiß nicht mehr wo.
In den folgenden Stunden entdeckten sie mehrere Löwen. Die Raubkatzen lagen im Schatten einer Baumgruppe und dösten vor sich hin. Ken hielt an, damit Barbie Fotos machen konnte. An einer Wasserstelle ergab sich dann die Gelegenheit, viele verschiedene Tiere aufzunehmen. Skipper zählte sie auf. Antilopen, Zebras, Löwen, Strauße, Gnus, Wasserschweine, Hyänen, Schakale, Giraffen, Elefanten und Affen. Dann gab sie es wegen der hereinbrechenden Dunkelheit auf. Es waren aber noch viel mehr Tiere gekommen, um hier zu trinken. Das ist ja fantastisch. Wahnsinn. Ich habe Aufnahmen gemacht, die einfach irre sind. Noch besser hätten wir es wirklich nicht antreffen können. Hier haben wir all das gefunden, was schön und exotisch ist. Bloß keine Nashörner. Na, die fehlten. Und die sind doch am wichtigsten für uns. Was wäre der Bildband, den wir hauptsächlich für die Rettung der Nashörner machen wollen, wenn wir keine Bilder von ihnen haben? Ja. Tja, das wäre auf jeden Fall enttäuschend. Wo schlagen wir heute unser Zelt auf? Hier an der Wasserstelle? Lieber nicht. Ich finde, das ist ein bisschen zu gefährlich. Ja, du hast recht, Barbie. Hier treiben sich zu viele Löwen rum. Aber irgendwann werden auch die Nashörner kommen. Falls es überhaupt noch welche in dieser Gegend gibt. Auch wieder wahr. Ja, vielleicht ist es ja gar nicht so gefährlich, hier zu bleiben. Sieh doch mal da drüben. Da trinkt ein Löwe direkt neben einer Antilope und einem Zebra. Oh. Na, Barbie, mach doch mal ein Foto. Ja, klar. Oh, toll. Ja, und guck mal da. Ja, und da ist ein Leopard. Der ist kaum 5 Schritte von dem Schimpansen entfernt, aber sie haben keine Angst vor ihm. Ja, an der Wasserstelle scheint so eine Art Waffenstillstand zu herrschen. Hoffentlich können wir uns darauf verlassen. Wir könnten das Zelt natürlich auch dort auf dem Hügel aufschlagen. Von dort aus haben wir noch eine bessere Sicht auf die Tränke. Und morgen früh bei Sonnenaufgang muss es herrlich sein. Okay, ich fahre auf. Was ist los? Das siehst du doch. Der Motor springt nicht an. Oh. Aber eben lief er doch noch. Naja. Die ganze Zeit über war in Ordnung. Ja, aber jetzt nicht mehr. Das ist echt komisch. Ach, ich sehe mal nach. Oh, Ken, sei vorsichtig. Die Löwen sind sehr nah bei uns. Solange wir im Jeep oder im Zelt sind, greifen sie uns nicht an. Aber wenn wir frei herumlaufen, wird es gefährlich. Ja, nur nicht nervös werden. Ihr könnt mich ja warnen, wenn sie angreifen wollen. Das scheint mir mal sehr riskant. Ja, wir auch. Und was machen wir, wenn der Motor überhaupt nicht mehr anspringt? Ganz ruhig, Schwesterchen. Zur Not rufen wir über Funkhilfe herbei. Und wo haben wir denn das Funkgerät? Ja, wo haben wir es eigentlich? Das liegt direkt vor deiner Nase. Ach ja, bin ich doof. Mal sehen, wie es funktioniert. Und? Geht es? Es geht überhaupt nicht. Zeig mal her. Die Batterien müssen leer sein. Das Kontrolllicht brennt nicht. Oh, es sind überhaupt keine Batterien drin. Was? Also das gibt's doch nicht. Doch, sieh. Hier. Das Fach für die Batterien ist leer. Oh, weia. Jetzt sitzen wir wirklich in der Patsche. Ken, was ist denn mit dem Motor? Also keine Ahnung. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich kann jedenfalls nichts sehen, aber ich verstehe auch nicht viel von Motoren. Versuch's doch nochmal. Nichts. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht weiter. Gib mir mal das Funkgerät. Aber da sind keine Batterien drin. Ach, hör doch auf mit dem Unsinn, Skipper. Es stimmt. Ich habe sie in der Stadt selbst kontrolliert, ehe wir losgefahren sind. Es stimmt. Da war alles in Ordnung? Na, hundertprozentig. Jetzt aber nicht mehr. Die Batterien sind weg. Irgendjemand muss sie herausgenommen haben. Das kann doch nicht wahr sein. Was sollten sie tun? Die Nacht brach herein und es war nicht ratsam, im Jeep zu bleiben. Denn niemand konnte vorhersagen, wie sich die Löwen verhalten würden.
Daher bauten sie das Zelt auf und zogen sich dorthin zurück. Doch viel sicherer fühlten sie sich nicht darin. Da ist ein Löwe. Ruhig, Skipper. Hier sind wir sicher. Aber die Zeltwand ist so dünn. Er kann sie ganz leicht aufreißen. Tut er aber nicht. Hoffentlich nicht. Wir haben nicht mal eine Waffe. Das ist in Ordnung. Notfalls erschrecke ich ihn mit dem Blitzlicht. Wenn ich bloß wüsste, wer uns die Batterien geklaut hat. Ich glaube, der Löwe ist weg. Ja? Ich sehe mal nach. Ken, pass bloß auf. Ja, keine Sorge. Ich will ja nur einen Blick nach draußen werfen. Und? Ja, ist alles ruhig. Ja, der Löwe ist tatsächlich weg. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wir hätten einen Wildhüter mitgenommen. Ach, rede keinen Unsinn, Skipper. Wir hätten Wochen warten müssen, bis einer der Wildhüter Zeit für uns gehabt hätte. Deshalb haben wir uns ja auch die Sondergenehmigung geholt. Für mich ist es heute noch ein Wunder, dass wir sie überhaupt bekommen haben. Ach, sie war teuer genug. Und sie gilt auch nur für die eine Woche. Hört doch mal. Spielt da nicht jemand Geige? Oh ja. Das ist dieser Wildhüter. Er muss hier in der Nähe sein. Kann uns bestimmt helfen. Wir müssen ihn rufen. Oder wir hupen. Ja, das ist vielleicht besser. Die Hupe hört er bestimmt. Und dann weiß er, dass wir Hilfe brauchen. Eine gute Idee. Hm? Ich geh mal raus. Der Jeep steht ja gleich neben dem Eingang. Und wenn ein Löwe in der Nähe ist? Das wird schon nicht. Das hört er, jede Wette. Wir hören ja seine Geige auch. Nichts. Keine Antwort. Ja, das war wohl laut genug. Aber er reagiert nicht. Ein seltsamer Mensch. Mir ist er einfach unheimlich. Von wegen Wildhüter. Ein Wilderer ist das. Da gehe ich jede Wette ein. Ach, Skipper, du stellst dir reine Vermutungen auf. Für mich gibt es da keine Zweifel. Sonst würde er uns helfen. Aber es passt ihm nicht, dass wir hier sind. Wir stören seine Unternehmungen. Jetzt ist er still. Die Nacht blieb ruhig und die drei konnten sogar ein wenig schlafen. Gegen Morgen aber, beim ersten Tageslicht, schreckten sie hoch. Wieder ertönte das geheimnisvolle Geigenspiel und gleich darauf näherten sich dumpfe Schritte dem Zelt. Große Tiere schnaubten und rissen Zweige von den Bäumen. Er spielt wieder die Geige. Ja, wie traurig das klingt. So verloren. Barbie, was ist das? Da kommt doch was auf uns zu. Ich weiß nicht, was das ist. Elefanten. Nein. Es könnten Elefanten sein. Ich sehe mal nach. Nein. Nashörner. Es sind Nashörner. Was, tatsächlich? Schnell, die Kamera. Hier. Nein, nein, nimm meine. Der Film, der drin ist, ist viel lichtempfindlicher. So. Damit kannst du auch fast bei Dunkelheit fotografieren und siehst doch was auf den Bildern. Oh ja, danke. Hier. Das gibt irre Bilder. Hört ihr? Er spielt nicht mehr. Barbie, geh nicht raus. Ach, wie soll ich denn sonst fotografieren? Na, da hat sie recht. Skipper, bleib du wenigstens hier. Skipper! Verflixt, jetzt hört sie nicht. Ach, das hätte ich mir denken können. Sei doch leise. Wo ist Barbie? Sie folgt den Nashörnern. Was? Skipper, wohin ist sie gegangen? Eben habe ich sie noch gesehen. Da drüben. Wir dürfen sie doch nicht alleine lassen. Komm. Hast du deine Kamera? Klar. Was ist los? Es ist plötzlich so still. Der Geigenspieler. Er bildet. Mein Gott, Ken. Er hat auf Barbie geschossen. Nein, nur das nicht. Sie muss hier irgendwo sein. Ja, da ist sie. Barbie! Barbie! Sei doch still, sei doch still. Sie dürfen uns nicht hören. Wir dachten, er hätte auf dich geschossen, der Geigenspieler. Oh,
nicht. Es sind mehrere Männer. Da drüben auf der anderen Seite der Wasserstelle. Seht ihr sie? Ja, runter mit den Köpfen. Das sind Wilderer. Sie sind kaum zu erkennen. Es ist noch zu dunkel. Sie sind wie Schatten. Rührt euch nicht, seid ganz still. Meinst du, die Fotos werden was? Das werden wir erleben. Stimme ist super empfindlich. Da müsste eigentlich was drauf sein. Könnt ihr erkennen, was sie geschossen haben? Nein, die Büsche sind davor. Sie hauen ab. Los, wir sehen nach, was da drüben ist. Ja gut, aber vorsichtig. Wenn noch einer von den Wilderern dort sein sollte, ziehen wir uns sofort zurück. Ja, also los. Wenig später sahen sie, worauf die Wilderer es abgesehen hatten. Eines der Nashörner lag im Busch. Sie hatten es getötet und ihm das Horn abgeschnitten. Erschüttert machten Barbie, Ken und Skipper sich auf den Rückweg zu ihrem Zelt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Sie haben das Nashorn getötet, bloß um das Horn abzuschneiden. Entsetzlich. Eine solche Gemeinheit! Und überhaupt wird es bald gar keine Nashörner mehr geben. Hey, seht euch das an. Das gibt es doch nicht. Der Geigenspieler. Er fummelt an unserem Motor rum. Der hat uns gerade noch gefehlt. Hey, lassen Sie das. Was fällt Ihnen denn ein? Geben Sie mir die Kamera. Was? Auf gar keinen Fall. Dann muss ich deutlicher werden. Die Kamera her. Ein Gewehr. Bitte, nehmen Sie das Gewehr zur Seite. Wir geben Ihnen die Kamera. Sie brauchen uns nicht mit der Waffe zu bedrohen. Ken, gib ihm deine Kamera. Aber Barbie, dann war doch alles umsonst. Gib sie ihm. Na schön. Okay, das war's. Sie sind ein Schuft. Wissen Sie das? Sie hätten lieber verhindern sollen, dass die Wilderer das Nashorn töten, statt uns zu beklauen. Sie angeblicher Wildhüter, Sie! Das hätte ich gern getan. Bitte gehen Sie nicht. Der Motor von unserem Jeep springt nicht an. Ja. Und wir... So ein gemeiner Kerl. Er geht einfach weg. Wir sind Luft für ihn. Ich möchte wissen, was der mit dem Motor gemacht hat. Kannst du was erkennen? Nein. Leider nicht. Hallo. Ja. Der Motor läuft. Wir sind gerettet. Wir können weiterfahren. Ja. Jetzt ist alles okay. Oh, also ich kapiere überhaupt nichts mehr. Ja. Ich wette, der Geigenspieler hatte da seine Finger im Spiel. Enttäuscht und voller Zorn über den sinnlosen Tod des Nashorns und den Verlust ihrer Kameras, bauten sie ihr Zelt ab und verstauten ihre Ausrüstung auf den Geländewagen. Dann machten sie sich auf den Rückweg zur Hauptstadt. Sie fuhren zunächst nach Norden und wandten sich dann nach Westen, um in einem kleinen eingeborenen Dorf einige Kanister mit Benzin aufzunehmen, die sie am ersten Tag ihrer Expedition dort zurückgelassen hatten. Da ist ja Bulu, der Häuptling. Hallo, guten Tag, Bulu. Hallo. Jetzt kommen Sie aus Ihren Hütten. Scheinen alle geschlafen zu haben. Tag. Ach, wir sind froh, dass wir Ihr Dorf erreicht haben, Bulu. Mit dem letzten Tropfen Benzin. Steigen Sie aus, Ken. Und Sie auch. Kommen Sie. Wir haben gutes Wasser für Sie. Danke. Das Angebot nehmen wir gerne an. Ja, geht schon mal. Ich tanke inzwischen auf. Ich komme gleich nach. Okay. Barbie und Skipper gingen mit dem Dorfältesten zu einer Hütte, wo er ihnen einen Krug mit Wasser reichte. Doch sie kamen nicht dazu, etwas zu trinken,
Ein erregtes Stimmengewirr erschreckte sie. Barbie, was ist da los? Bolude, da stimmt doch was nicht. Bleiben Sie hier. Barbie, Skipper. Das ist Ken, er ruft uns. Komm, Skipper, schnell. Ja. Ken, was ist los? Wieso laufen alle weg? Was ist passiert? Ich werd noch wahnsinnig. Ken, sag doch was. Was ist los? Sie haben uns alles geklaut, was nicht Niet- und Nagelfest ist. Nein. Sie sind über mich hergefallen und haben alles mitgenommen. Alles? Nein, eine Kamera haben wir noch, aber sie haben den Film rausgerissen und die belichteten Filme haben sie auch. Oh, soll das heißen? Ja, das soll heißen, dass wir kein einziges Tierfoto mehr haben. Es war alles umsonst. Hört ihr die Trommeln? Man scheint sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Überfalls zu sein. Das lassen wir uns nicht gefallen. Barbie machte auf dem Absatz kehrt und eilte zur Hütte des Häuptlings. Doch von Bolu war nichts mehr zu sehen. Und auch die anderen Männer, Frauen und Kinder waren im umliegenden Buschland verschwunden. Plötzlich war das Dorf wie ausgestorben. Es hat keinen Sinn. Es ist niemand mehr da. Sollen wir uns gefallen lassen, dass sie uns ausplündern? Wir haben keine andere Wahl, Schwesterchen. Am besten setzen wir uns in den Jeep und verschwinden, bevor sie uns den auch noch klauen. Tja, das scheint mir auch das Vernünftigste zu sein. Das Ende unserer Expedition hatte ich mir aber anders vorgestellt. Ich mir auch. Ich dachte, wir kehren mit einem Berg von einmaligen Fotos zurück, aus denen wir einen wirklich tollen Bildband machen können. Ach. Und jetzt? Jetzt stehen wir mit absolut leeren Händen da. Allerdings. Nicht zu ändern. Wir hätten nicht so vertrauensselig sein dürfen. Na. Los, wir fahren zurück. Unser Abenteuer ist zu Ende. Barbie, Ken und Skipper kehrten in die Hauptstadt zurück. Vergeblich beschwerten sie sich bei Herrn Kalassi. Er behauptete, nichts für sie tun zu können, erneuerte aber noch einmal die Einladung zu dem großen Empfang, der eine Woche später stattfinden sollte. So lange wollten die drei auch bleiben. Als der große Tag gekommen war, legten Barbie und Skipper ihre schönsten Kleider aus der Prêt-à-porter-Kollektion an und auch Ken zog einen eleganten Anzug an. Dann gingen sie auf den Empfang. Das ist ja echt toll hier, Barbie. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich bin auch überrascht, Skipper, dass so viele Gäste eingeladen worden sind. Und jede Menge Prominente. Sogar der Regierungspräsident mit seinen Ministern ist da. Und Ahmed Jamir war. Da kommt er. Tatsächlich. Guten Abend, Hoheit. Guten Abend. Barbie, seien Sie uns willkommen. Skipper, Ken, guten Abend. Guten Abend, Hoheit. Wir haben von Ihrem Missgeschick gehört. Kalassi hat es uns erzählt, es tut uns leid. Ja, alle Anstrengungen waren umsonst. Leider. Nun, vielleicht können wir Ihnen mit ein paar Fotos aushelfen. Es ist schon alles vorbereitet. Gleich werden einige Dias von unserer Expedition gezeigt. Wenn Sie einen davon gebrauchen können, wollen wir sie Ihnen gerne geben. Das wäre sehr nett, Hoheit. Vielen Dank. Entschuldigen Sie uns, wir sehen uns später. Der Geigenspieler. Wo ist er denn jetzt? Da oben. Da oben, wo der Dia-Projektor steht. Ja, tatsächlich. Jetzt sehe ich ihn auch. Was hat das zu bedeuten? Das stimmt doch was nicht. Es wird dunkel. So, es geht los. Jetzt bin ich aber mal gespannt. In Begleitung von Herrn Kalassi hat seine Hoheit eine Expedition ins Innere unseres Landes unternommen, um seine einmaligen Schönheiten zu genießen und sich über den Wildreichtum unserer Naturschutzparks zu freuen. Wieso hält dieser Wilddieb den Vortrag? Versteht ihr das? Ich habe keine Ahnung. Oh, seht euch mal die Bilder an. Toll! Es schien eine Expedition ins Paradies zu sein. Doch dieses Paradies ist dem Tode geweiht, wenn nichts geschieht. Viele Tiere sind vom Aussterben bedroht. Wilderer und gewinnsüchtige Banditen brechen in die Naturschutzparks ein, um sich an der Tierwelt zu bereichern. Sie haben es besonders auf das Horn der Nashörner abgesehen.
Kalassi! Auf den Bildern ist Kalassi! Oh, wie er das Nashorn erschießt! Aber das sind ja meine Fotos, ja. Die Fotos von der Wasserstelle! Genau! Aufhören! Schluss damit! Das ist ungeheuerlich! Holligate, hören Sie auf! Die Gäste waren außer sich. Auf den wandhohen Diaprojektionen war deutlich Herr Kalassi zu erkennen, wie er zusammen mit einigen anderen Männern ein Nashorn erlegte und ihm anschließend das Horn abtrennte. Die Bilder waren ein wenig unscharf, bewiesen jedoch unwiderlegbar, dass Kalassi gegen die Gesetze des Staates verstoßen hatte. Kalassi wurde auf der Stelle verhaftet. Also, ich kann mich gar nicht beruhigen, Barbie. Ich wäre nie darauf gekommen, dass wir deine Bilder hier sehen würden. Ich glaube, seine Hoheit tritt die Flucht an. Tatsächlich? Wo ist er denn? Da drüben. Er verlässt gerade den Saal, mitsamt seinem Gefolge. Das war wohl nicht anders zu erwarten. Wieso? Das verstehe ich nicht. Ach, ist doch klar, Skipper. Glaubst du etwa, Kalassi hätte das Horn für sich gestohlen? Was? Du meinst, er hat es für den Prinzen getan? Das ist zu vermuten. In den arabischen Ländern gilt das zu Pulver zermahlen Horn als Wundermittel. Vielleicht hatte Kalassi vom Prinzen den Auftrag, eins zu besorgen. Aber den wollte unser Geigenspieler natürlich nicht anklagen. Ahmed Shah Merba gehört immerhin zur Herrscherfamilie eines befreundeten Staates. Eben. Und da muss man vorsichtig sein. Mhm. Oh, ich glaube, wir kriegen Besuch. Der Geigenspieler. Tatsächlich. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Guten Abend. Guten Abend, Herr Holligate. Guten Abend. Tut mir leid, dass ich Sie draußen im Park etwas unfreundlich behandelt habe. Aber es ging nicht anders. Sie haben uns die Filme weggenommen. Ja. Um zu verhindern, dass Ihnen die auch noch von Bulu gestohlen werden. Unter Waffengewalt. Sonst hätten Sie sie mir wohl kaum gegeben. Ich hätte nie geschossen. Ja, aber Sie konnten doch nicht wissen, was in dem Dorf von Bulu passieren würde. Oh, doch. Kalassi hatte von Anfang an Angst, dass Sie einen seiner Männer beim Wildern fotografieren würden. Ihm missfiel ganz besonders, dass Sie eine Fotosafari auf Nashörner machen wollten. Auf das von ihm bevorzugte Wild. Aber er konnte es ihnen schlecht verbieten, ohne sich verdächtig zu machen. Ach, so war das also. Hm. Dann tauchten sie in einem Gebiet auf, in dem er sie als absolut störend empfand. Also schickte er sie nach Süden. Ja, das stimmt. Er drohte uns sogar. Er hoffte, dass sie im Süden herumirren würden, ohne ein Nashorn zu finden. Doch er hatte Pech. Seine Späher meldeten ihm, dass ausgerechnet dort Nashörner aufgetaucht waren. Aber was haben Sie dort gemacht? Oh, ich war eigentlich immer in Ihrer Nähe. Die Regierung unseres Staates hat mich damit beauftragt, die letzten Nashörner zu retten und jenen Mann ausfindig zu machen, der mit den Wilderern zusammenarbeitet. Waren Sie auch in der Nähe, als wir am Fluss waren und vor den Wilderern geflüchtet sind? Mhm. Spätestens dort ist mir klar geworden, wie sehr die Wilderer Sie und Ihre Fotos fürchteten. Dann haben Sie uns beschützt? Und wir dachten, Sie wären ein Wilderer. Du hast es gedacht, Skip. Ich? Ach so, ja. Na, ist ja beinahe dasselbe. Meine Damen und Herren, Barbie hat im entscheidenden Moment richtig gehandelt. Sie hat mit ihrer Kamera die Bilder aufgenommen, die sie eben sahen und die Kalassi überführt haben. Ohne Barbie hätte ich niemals die entscheidenden Beweise in Händen gehabt. Barbie war ungewöhnlich mutig. Sie hat unserem Land einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht hat sie sogar das Leben der letzten Nashörner in unserem Land gerettet. Dafür sollten wir ihr danken. Ich bin sicher, dass unsere Regierung Barbie, Ken und Skipper eine zweite Fotosafari genehmigen wird, die für sie wesentlich problemloser verlaufen sollte. Wow, ich dachte, dies ist eine Party zu Ehren seiner Hoheit, Prinz Ahmed Shah Merba. Und jetzt stehen wir im Mittelpunkt. Ich muss sagen, es gefällt mir. Meine Damen und Herren, ich sehe gerade, dass unser Regierungspräsident zu uns kommt. Ich vermute, er wird die verdiente Einladung an Barbie aussprechen. Bitte, lassen Sie den Präsidenten zu uns durch.